Ich hatte mal eine Beratung und die Frau, die mich beriet, trug eine goldfarbene Armbanduhr. Ich fragte sie, ob diese Uhr aus echtem Gold sei. Und sie schaute mich etwas erstaunt an und meinte, natürlich nicht. Eine Uhr in der Größe aus purem Gold, das wäre gar nicht zu bezahlen, viel zu teuer. Und das Gedankengut fasziniert mich und ich fragte sie, ob sie denn eine Möglichkeit sehen würde, eine Uhr aus echtem Gold zu tragen. Denn für mich, augenscheinlich, ohne sie je gesehen oder gekannt zu haben, scheint zumindest erstmal ein Interesse zu bestehen für eine Uhr aus echtem Gold. Denn sonst würde man sich keinen Ersatz anschaffen. Und wenn dies denn ein Ziel sei, haben wir uns kurz darüber unterhalten, was es bedeuten würde. Einkommen zu erhöhen, Kapital zu generieren, Ersparnisse zu tätigen in anderen Bereichen. Und dann haben wir uns auch wieder schnell dem gewidmet, worum es im Gespräch ursprünglich ging. Habe aber eine Weile noch darüber nachgedacht, denn in diesem Fall ist gar kein Schaden entstanden. Die Frau hat das nicht als Ziel gesehen, war für sie mal interessant, vielleicht sowas zu tragen als Ersatz, aber das Originale war jetzt überhaupt kein Ziel. Vollkommen harmlos. Ich denke aber, dass in uns Menschen herrscht ein Vorwissen darüber, dass echte, originale Sachen viel Mühe, Geld oder Investition kosten. Nämlich echte Dinge, das echte Gold, echte Diamanten, Silber oder Holz kosten oftmals sehr viel Mühe und Geld, weil diese Dinge sind rar, man braucht besondere Fertigkeiten, sie zu erstellen und die beste Qualität bekanntlich kostet auch dann das meiste. Dies also ist der eigentliche Grund, warum man sich nicht in vielen Fällen nach dem Original ausstreckt. Und dann sagen Menschen Dinge wie du, das Originale brauche ich auch gar nicht so dringend. Ein Ersatz tut es auch oder ich kann irgendwas anderes nehmen, um das zu kompensieren, weil das Originale wäre viel zu mühsam und viel zu teuer zu besorgen. Nun ja, kannst du jetzt sagen, ich verstehe das, nur eine Frage. Wenn du jetzt einen Blankoscheck hättest, man würde dir die freie Wahl lassen, wonach würdest du tendenziell greifen, hörst du mehr als es nicht der Fall ist, die Antwort natürlich nach dem Original. Weil das Original ist auch das Angenehmere, das Schönere, das Qualitativere und wir Menschen mögen schöne, qualitativere Dinge. Okay? Also der wahre Grund, warum man nicht nach dem Originalen greift, ist der Preis und den Einsatz, der dazu erbringen ist. Allerdings ist das Gedankengut, einen Ersatz zu haben für alles im Leben, tendenziell auch nicht gut. In manchen Bereichen ist es weise, nicht überall nach dem Perfekten und nach dem Original zu schauen, denn wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Wie viel Zeit und Mühe und Geld und Investition möchte ich tätigen, um überall das Echte zu erlangen? Okay? Denn wenn ich im Glauben an Jesus Christus bin, und das ist jetzt, worum es geht, brauche ich ja das Echte. Ich brauche das Gedankengut, das Echte haben zu wollen. Ich gehe nicht durchs Leben, dass ich immer einen Ersatz habe für die Dinge, die ich brauche und komme zum Glauben und lebe das auch so, sondern ich verzichte auf viele Dinge im Leben, wenn es da um viel Mühe und Einsatz geht, weil ich die Zeit und Kraft brauche für mein Glaubensleben. Weil Jesus Christus fordert das Echte. Hier wird ein Ersatz fatal sein. Und der echte Glaube ist, was der Vater in uns sehen möchte am letzten Tag. Kein Weg drumher. Jeder von uns hat einen Termin vor diesem weißen Thron, vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen da alle vortreten und jeder muss Zeugnis und Bericht erstatten über sein Leben. Und da gilt nicht so eine allgemeine Aussage wie die Gnade Christus wird mich ins ewige Leben bringen. Und die, die halt verloren gehen, sind die, die halt nicht bekannt haben, dass Jesus der Herr ist. Aber preis Gott, sagte einer, ich habe ja bekannt, dass Jesus der Herr ist. Und ich habe ihm im Herzen auch gar nicht abgelehnt. Zwar tut man böse Dinge, aber diese jetzt zu ändern wäre ja Werksgerechtigkeit. Zwar hat man hier Sucht und Probleme und Depression und Angst und Feigheit, aber wenn man es dagegen angehen würde, sagte eine dir, dass das wäre ja Werksgerechtigkeit, das wäre dem Herrn nicht gefällig. Denn Christus ist ja gestorben, sagt der andere, weil du ja so schwach bist und du kommst am Tag des Gerichtes frei. Warum genau, fragst du? Naja, weil Christus gestorben ist. Und weil er gestorben ist für mich und ich das bekenne, komme ich frei von jeglicher Strafe. Was für ein Wahnsinn.
da ist Ersatzglaube noch viel zu milde, wenn man so einen Umstand beschreibt. Okay? Also, der wahre Grund, warum Menschen tendenziell nach Ersatz oder nach etwas greifen, was nicht dem Original entspricht, ist der hohe Preis. Aber man hätte es gewollt. Gleichermaßen ist es auch mit dem ewigen Leben. Wer will denn nicht über Engel herrschen und nie mehr krank sein und ewiglich leben und beim Vater zu sein und in seiner Obhut zu sein und zu wissen, dass man ab jetzt unsterblich ist, verherrlicht und die Ewigkeit steht einem bevor. Nur wer ist aber auch bereit, diesen hohen Preis zu bezahlen, nämlich alles aufzugeben, um dieses Ziel zu erreichen. Was auch immer dieses alles im eigenen Leben erstmal bedeutet. Das anzugehen, um so zu werden wie Christus, ist das einzige Ziel. Und dann wirst du auf Sachen verwiesen, hör mal das an, Steve, hör mal dieses an, Steve. Und ich frage mich, warum ist das so, dass ich vieles von den Sachen gar nicht ertragen kann? Ich kann nicht mal zuhören. Es gibt Predigten oder Links, die schickt man mir zu, ich kann das kaum lesen oder anhören, ich kann es nicht ertragen. Weil das so offensichtlich nicht das ist, was Christus meint, wo ich mich frage, warum beschäftigen sich Menschen damit? Oder bin ich schon so quer und verrückt geworden? Ja? Kann es sein, dass ich es nicht mehr ertragen kann, weil ich jetzt schon eine Sicht habe der Bibel, wie es gar nicht gemeint ist? Oder herrscht eine allgemeine Dunkelheit? Was willst du damit sagen, Steve? Willst du sagen, dass du bist eins der wenigen Menschen, die halt das predigen und propagieren, was richtig ist? Chas v'shalom, Gott bewahre, ein Mensch, der halt sagt, er ist weise, ist ein Narr. Und der Gedanke wäre erschreckend, denn die Quellen, die ich noch anzapfen kann in der heutigen Zeit, denn die Zeiten werden immer verrückter, und zwar in dem letzten Halbjahr so schnell und so rasant sind Dinge da vorangeschritten, wie du es dir vor 2-3 Jahren nicht hättest vorstellen können. Und ich denke, dass die Zeit zunimmt und ich denke auch, es gibt auch Indizien in der Welt, die ein rasantes Ende jetzt scheinbarer machen als vor 50, 60 Jahren. Ist jetzt nicht Thema dieses Videos, okay? Das heißt, das Ende ist sehr, sehr wohl jetzt möglich, dass wir jetzt gerade uns schon in dieser Endphase des Menschenzeitalters befinden. Sehr, sehr möglich, aufgrund gewisser Dinge in der Prophetie, Dinge in der Welt passiert sind, etc. Gleichzeitig wird aber auch in der Bibel gesagt, dass bevor Jesus wiederkommt, wird kaum Glaube herrschen. Es wird eine, ich sage mal in meinen Worten, Finsternis sein, eine geistige Finsternis. Zumindest was beschrieben steht in der Bibel, ist, dass ein Riesenabfall vom Glauben erfolgen wird. Und dieser Abfall vom Glauben bedeutet einfach Menschen, die Jesus wohl hinterhergepilgert sind, aber in der Stunde der Versuchung sind sie nicht dabei geblieben. Und es wurde dadurch offenbar, dass sie nie gläubig waren. Also kriege ich Links zugeschickt, Steve, guck mal das an, guck mal dieses an und ich kann es kaum ertragen. Ich kann kaum ertragen, was hier im Namen von Christus in vieler Weise propagiert wird. Baruch Hashem, Gott sei Dank, es gibt Quellen, die kann ich mir noch anhören. Die sind relativ wenig, aber da gibt es oftmals genug Material. Wenn es dann mal vorkommt, dass ich 2-3 Stunden mir einen Podcast anhören kann oder möchte, dann gibt es noch sowas und ich bin dem Schöpfer sehr dankbar dafür. Da kann ich mir Dinge anhören, die sind sehr interessant, erbauend, aber sehr, sehr, sehr wenige. Das meiste, worauf ich hingewiesen werde oder was man so einfach findet, worüber man stolpert, für mich kaum zu ertragen. Manchmal hole ich meine Frau auch rein, die mal sich 1 oder 2 Dinge anschauen kann und die gibt eine ähnliche Rückmeldung auch wieder. Auch für sie ist nicht zu ertragen. Da muss jeder sich selber überprüfen. Ich kann es wirklich kaum erdulden. Wenn ich das höre. Ich mache es dann wieder aus. 1-2 Minuten Maximum, ich kann es nicht hören. Jemand nennt sich ein Exorzist, nur als Beispiel. Ich weiß nicht, wie der Mensch sonst lebt, welche Beziehung er hat zum Vater, aber da ist jemand, der tritt auf und nennt sich Exorzist. Kein Apostel, kein Evangelist, kein Prophet, kein Priester der Bibel hat das je getan. Aber dies ist jetzt ein, was ist das, Markenzeichen? Ist das eine Bekanntgabe? Man ist Exorzist, was gewinnst du damit? Höchstens ist es vielleicht irgendwie Sensation, bestenfalls. Ja? Schlimmstenfalls ist es Scharlatanerie. Steckt nicht viel hinter. Aber so treten Menschen auf heute. Ich weiß nicht, wie die sonst leben oder was sie kennen oder was sie sonst so bewegt. Aber dieses ist offenkundig falsch. Wenn du aufstehst und sagst, du bist ein Exorzist, was ist das für eine Aussage? Ein Pastor steht auf und lehrt den Menschen, dass Gott einen Plan hat in dieser Corona-Zeit für dich. Was für einen Plan hat denn Gott für dich? Er wird dich durchtragen und
Er ist bei dir, er will dich lieben. Es ist interessant, denn so weit gehen die Welten auseinander. In meinem Verständnis ist der allmächtige Schöpfer sehr, sehr zornig mit der Welt, aber auch nicht ganz zufrieden, vielleicht sogar auch zornig mit der Gemeinde. Und er ist gerade dabei, den Hammer zu schwingen, in meinem Verständnis, in meiner Welt, aus dem, was ich lese. Dass er sehr, sehr lieb und barmherzig und geduldig ist, das stimmt, aber es ist auch irgendwann ausgeschöpft, das sagt er dir ganz klar. Okay? Irgendwann ist das Gnadenzeitalter da, wo er noch hört und noch Geduld hat und dir eine Chance gibt. Irgendwann ist dieses Zeitfenster aufgebraucht. Und dann kommt noch der Hammer. Im Neuen Testament steht drin, dass bevor die Drangsal einbricht, bevor das Ende kommt, werden die Menschen in einer Art Trunkenheit, geistiger Trunkenheit sein. Die werden da in irgendeine Sicherheit eingelullt. Die würden da gewogen in falscher Sicherheit. Aber der diese falsche Sicherheit bewirkt hat, ist Gott höchstpersönlich. Und das sagt mir, dass Gott bringt diese falsche Sicherheit, damit der letzte Schlag richtig sitzt, weil er Rache ausüben möchte. Und diesen Elohim, den hörst du kaum. Diesen Elohim, dieser Gott, der Rache will und der zornig ist und der das nicht mehr erdulden kann, das ganze Unheilige und Böse auf der Welt, hörst du kaum. Also, die neunte Plage in Ägypten war Finsternis. Wenn Menschen nicht das originale Leben wollen, wenn die Menschen in Bibelwissen verharren wollen, in einem Verständnis von der Stiftshütte, und Steve, wann kommt die nächste Tora-Portion? Wir können Tora-Portion machen, so viel der Herr uns schenkt, aber das ist nicht dein Problem. Wann kommt wieder Auslegung aus dem Hebräischen? Du und da, wann machen wir wieder einen Stream, wo wir da lange sitzen und über Dinge sprechen, wo ich denke, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Du hast doch einen Termin vor dem Thron. Und Christus verlangt von dir, das Echte zu leben. Das Echte heißt, einen normalen Alltag gefüllt mit Aktivitäten und Tätigkeiten und Handlungsweisen, wie Yeshua sie machen würde. Wie viele Konferenzen und Bibellesen brauchst du dafür? Die Menschen tun sich das scheinbar gerne an. Sei erstmal ein echter Ehemann oder eine echte Ehefrau oder eine echte Tochter oder ein echter Sohn, ein echter Schüler, ein echter Nachfolger Christi, ein echter Arbeiter, ein echter Chef. Was heißt das? Nun, bist ein Ehemann und du versorgst dein Haus und du gehst arbeiten und du gehst deinen Sachen nach und du bestellst deinen Alltag und du führst dein Haus und du leitest die Kinder und du hast Kinder gezeugt. Mach das erstmal so, dass es ein Vorbild ist. Das ist schon ein Universum an Plan und Disziplin und Hingabe und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Vernachlässige nicht diese ganzen Dinge, die du machen sollst, auf der Arbeit aufrichtig zu sein und nicht voller Angst und nicht menschenscheu und feige und dies und das und dann liest du viel Bibel und freust dich auf eine Konferenz abends, wo du 3 Stunden wieder da dein Bibelwissen propagieren kannst und betrügst dich nur selber. Also, wenn Menschen also dazu neigen, ein Ersatzglaube, sprich, wie am Anfang gesagt, ich habe doch Christus bekannt und im Herzen spüre ich nicht, dass ich gegen ihn bin, aber mein Leben ist voller Angst und Sucht und Depression und Neid und Gier und Zwist und all diese ganzen Dinge und Unfrieden, muss man sich doch fragen, wo ist denn da der echte Glaube? Denn der echte Glaube ist, dass ich Christus jeden Tag ähnlicher werde. Das ist deine größte Sorge. Wenn du tagtäglich spürst, dass du Christus nicht ähnlicher wirst, vergiss mal, dass du viel an Bibelwissen gewinnst. Ist auch in vielen Instanzen dienlich. Aber wenn dein Wesen nicht Christus ähnlich wird, die Gesinnung Christus nimmt nicht zu in dir, die größte Alarmglocke müsste da läuten. Okay? Also, Ersatzglaube. Wenn Menschen jetzt lange, lange einen Ersatzglaube gelebt haben, damit bekünden sie ihre Feindschaft Gott gegenüber. Und Gott sieht das. Und dann eines Tages kommt der große Abfall, wenn Menschen plötzlich lernen, dass den Gott, den sie angeblich anbeten, den gibt es in der Form gar nicht. Den Gott, den sie hätten anbeten sollen, ist ein heiliger Gott, der von dir fordert, dass du den echten Glauben lebst. Also, wie jetzt zum Beispiel bei dem Abfall, dass die Menschen zuvor in einer Sicherheit, in einer falschen Sicherheit da gewogen werden, so war es auch bei der 9. Plage in Ägypten. Die 9. Plage leitet logischerweise die 10. Plage ein. Und jetzt hier vom Verständnis ist die 10. Plage die schwerste Plage.
Das ist da, wo der Schlag kam gegen Ägypten und die Erstgeburt wurde geschlagen im Land Ägypten. Jetzt verstehen wir Ägypten folgendermaßen. Natürlich die Mehrheit der Ägypter wären auch gebürtige Ägypter gewesen. Und die Mehrheit der Israeliten wären auch die gebürtigen Israeliten gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Mose am Wirken war in Ägypten, waren sicherlich auch Menschen aus anderen Kulturen dort. Und die haben da vielleicht gehandelt oder die haben dort da ihre Geschäfte gemacht und haben jetzt das Wirken von Mose gespürt und gehört und gesehen und haben sich vielleicht da die Frage selbst beantwortet, denn das, was wir hier sehen, scheint sich wie der wahre Gott anzufühlen und sie schließen sich Israel an und somit wären sie Israeliten. Denn jetzt unterteilt die Bibel nur zwischen ein ägyptisches Haus bei der 10. Plage und zwischen ein israelitisches Haus. Wenn jetzt ein Israelit sagte, du eigentlich, wir wohnen jetzt schon über 400 Jahre in Ägypten, unsere Generationen sind jetzt hier schon verwurzelt, die Kultur gefällt mir ganz gut. Dieser Mann Mose, es mag sein, dass irgendwie die Vorväter, dass er irgendwas war, aber ich mag das Ägyptische viel mehr. Und die ganzen Plagen, ich nehme mich darauf acht, er ist im Herzen ungläubig, somit ist er, obwohl er ein gebürtiger Israelit ist, in diesem Fall ein Ägypter. Die 10. Plage soll jetzt kommen, wo quasi die Erstgeburt in Ägypten geschlagen wird. In der Bibel steht drin, nicht ein Haus in Ägypten war übrig oder es gab nicht ein Haus in Ägypten, wo nicht ein Toter war. Das heißt, die Strafe traf alle, die da ungläubig waren. Und eingeleitet wurde die 10. Plage durch die 9. Plage Finsternis. Die Menschen konnten nichts mehr sehen. Sehr interessant. Jetzt würde man jetzt denken, vielleicht steigern sich die Plagen in der Schwere. Plage 1 ist nicht so schwer wie Plage 2 und Plage 2 ist noch milder als Plage 3. Fällt mir schwer, das so zu werten. Zum Beispiel die Plagen mit den Beulen oder die Hundsfliegen oder Frösche in den Backtrogen und Ofen und eklig und dass man sich nicht hinsetzen konnte, weil der ganze Körper voller Geschwüren war. Ist jetzt die Frage, war das jetzt so schmerzhaft wie 3 Tage im Dunkeln zu sitzen? Oder aber war die 9. Plage so schwer wegen der mentalen Tortur? Menschen sitzen da in der Dunkelheit und wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Jedenfalls, Choshech, das Wort für Finsternis bei der 9. Plage. Ich biete dir an, dass die Schrift mehr darüber spricht, dass eine geistige Finsternis, ja? Diese physische Finsternis typifiziert nur die geistige Finsternis, in welches Ägypten war. Also die 9. Plage, Dunkelheit, wo die Menschen nichts sehen, leitet den großen Gongschlag ein, damit der letzte Schlag richtig sitzt. Ich lese mal vor aus 2. Mose 10 und hier steht Vers 20, aber der Herr verstockte Pharaos Herz, merkt ihr das? Gott verstockt Herzen von Menschen, wenn sie lange nicht gehört haben. Und er ist es, der sie in einer falschen Sicherheit wiegt. Er ist es, der eine große Verführung bewirkt, damit Menschen nicht mehr umkehren können, weil sie ihn lange abgelehnt haben. Und hier steht, dass er die Kinder Israel nicht ließ. Also Pharao ließ die Kinder Israel nicht ziehen und Gott verstockte sein Herz in diesem Vorhaben, weil er sich jetzt schon so lange rebellierte. Der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, dass es so finster werde wie werde in Ägyptenland, dass man es greifen mag. Finsternis, die zum Greifen nah ist, so erscheint es mir. Die letzten Dinge, die du hier hörst und politisch und Sachen, die im Land passieren, es ist zum Greifen nah. Das Ende scheint hier vor deiner Nase zu sein. Ob es gleich morgen ist, nächstes Jahr, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber zumindest wir befinden uns in einer besonderen Zeit. Ja, das ist nicht ohne. Und Menschen scheinen es nicht zu merken. Menschen, die jetzt nicht glauben um dich herum, die scheinen nicht zu merken, dass Dinge nicht mehr normal werden. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Dinge wieder normal werden. Und Gläubige, die jetzt sich bereiten sollen mit den wichtigen Dingen, mit den wichtigen Sachen, mit Sachen, die wirklich damit zu tun haben, die ich vor dem Thron bringen muss und möchte, fehlt. Und da habe ich mich gefragt, warum ist denn so? Warum geht es nur mir so? Weil es gibt wenige, mit denen man sich austauscht, die das dir halt wiedergeben. Geht es nur dir, mir so? Dann habe ich mich gefragt, ist diese Finsternis eventuell schon am Wirken? Das vielleicht Gemeindeleben der letzten Jahre hat dem Allmächtigen nicht gefallen, mag das sein? Ist das die Frage? Und Menschen sind nicht umgekehrt von den Parteiungen und Streitigkeiten und
Brüder und Schwestern haben sie nicht gesehen, weil der erste nicht die richtige Sichel des Mond achtete. Und die haben sich getrennt, weil die Röcke, die sie tragen, sind nicht lang genug. Und die haben sich getrennt, weil Kopftuch wird dann nur beim Essen getragen etc. Und das führte zu Trennungen, wirklich zu Feindschaften und Trennungen. Und die wahren Dinge, Brüderliebe und zusammenzuhalten und aufeinander zu achten, den Nächsten so zu behandeln wie dich selbst, ist auf der Strecke geblieben. Und Gott ist mit dem Zustand nicht zufrieden. Aber diese Menschen vielleicht glauben dennoch, wir glauben an Gott und wir werden bald entrückt, wirklich verrückt. Und dann eines Tages passiert der große Riss, wenn die Drangsal losgeht und viele sind gar nicht vorbereitet. Also hat Gott diese Finsternis, weil dass die Finsternis zum Greifen ist, das, also so kommt es mir vor, das ist mein Empfinden. Diese Finsternis, diese geistige Finsternis ist zum Greifen. Und diese geistige Finsternis ist das, was Menschen leben. Es hat weniger zu tun mit den Elementen, aber die sind typisch für diese Dinge. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel. Da ward eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage, dass niemand den anderen sah, noch aufstand von dem Ort, da er war, in 3 Tagen. Aber bei allen Kindern Israel war es Licht in ihren Wohnungen. Das heißt, die Kinder Israels, die Gläubigen, die den Schöpfer wirklich lieben und ihm nachfolgen wollen und Jeschua als Ziel haben in ihrem Leben, die erkennen, was los ist. Die erkennen, was los ist. Die, was sagst du? Du erkennst die ganzen Dinge. Ich möchte dir eins sagen, dass es war mir ein großes Bestreben, die Bibel zu verstehen. Als ich am Anfang die Bibel gelesen habe, ich kann es lesen, Deutsch oder Englisch, aber ich habe kaum vieles verstanden. Offenbarungen, ganz viele Symbolen. Habe dann angefangen, die Symbole zu studieren, die sind auch nicht verstanden. Habe die Stiftshütte gesehen, nicht verstanden. Dinge waren aus dem Hebräischen nicht begriffen. Und ich wollte es lernen. Und ich habe Menschen um mich herum gefragt und keiner konnte diesen Durst stillen. Und dann kam mir der Gedanke, dass wahrscheinlich wird es auch nicht passieren, außer ich mache mich selber auf den Weg. Und dann geschah eine Art Bruch in meinem Leben. Und das öffnete eine Tür, habe ich zu dem Zeit nicht verstanden, was da passierte. Und dann habe ich angefangen zu lernen und Dinge wurden mir jetzt nicht mehr so wichtig. Und dann fing ich an, ein bisschen zu lesen, habe andere Sachen vernachlässigt, um das Ziel hier besser zu begreifen. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, das habe ich getan und das ist passiert. Und dann bekam ich Erkenntnis. Also ein Narr sagt, er ist weise. Ich sage nicht, dass ich weise bin. Aber gewisse Dinge, wenn ich sie lese, scheinen mir ganz klar, was der Schöpfer meint. Ganz eindeutig. Aber ich kann dir nicht sagen, es war durch dies und das. Was ich nur weiß, ist, dass der Prozess war nicht kurz. Ich musste lange forschen und gucken und manchmal auch verzweifelt und auch frustriert. Was heißt das? Wie komme ich zu dem Verständnis? Und eines Tages war es da, dass ich vieles verstehen konnte, plötzlich. Jetzt sagt aber Jesus, dass du ja bitten sollst, wenn du Verständnis brauchst oder du möchtest den Schöpfer näher kommen. Es scheint ja so, als ob ich nur bekennen muss. Wenn ich bekenne, dass Jesus der Herr ist, dann bekomme ich das Ganze. Das hatte ich auch geglaubt und auch gehofft. Und Jesus sagt es auch sogar. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vers 8, Matthäus 7. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen? Der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gebe. Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe. Denn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, jetzt lies mal den Schluss vor, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, sollen, das tut ihr ihnen auch. Okay, es geht weiter. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das heißt, du hältst die Tora. Du hältst den Geist, den Kern der Tora. Und daher wird ihr aufgetan. Geht ein durch die enge Pforte. Manche hören auf bei Vers 7. Bittet und ihr wird gegeben. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die auf ihm hineingehen. Sprich, Jeschua in der gleichen Rede klassifiziert schon, dass dieses Bitten ist eher eine enge Pforte. Lies mal den Kontext. Weil rausgezogen aus dem Gesamtkontext scheint es so, als dürfen wir so tollkühn sein.
Wir liegen da auf der Couch, schauen gen Himmel, recken uns aus und sagen, Vater, bitte gib mir 500 Euro und den Ehemann, den ich haben möchte, der möge gleichzeitig auch an die Tür morgen früh klopfen. Weil er steht ja drin, bittet und ich empfange. Und viele glauben das wahrscheinlich auch. Das ist die Art, wie ich zu beten habe. Nun jetzt zu meinem Beispiel, dass ich habe gebeten, aber nicht sofort in der Minute, auch nicht in der Woche, auch nicht in dem Monat, auch nicht in dem Jahr empfangen. Aber ich habe es irgendwann empfangen, weil ich danach wirklich gedurstet habe. Ich weiß gar nicht, wo der Durst herkam. Dann habe ich mal gelesen von ein paar Gelehrten, die haben Kommentare geschrieben, die du heute, ich weiß gar nicht mehr, welcher das jetzt genau war, ich will auch den Namen nicht misszitieren, habe da einen Namen vor Augen gerade, aber ich weiß nicht, ob es der ist. Jedenfalls, man sagt, dass diese Männer, die damals keinen Strom hatten und keine Tablets, um da Querverweise aufzurufen, die es wirklich lesen und aufschreiben mussten, die haben wunderbare Kommentare zur Bibel geschrieben, die ich heute noch lesen kann. Und sehr, sehr gute Auslegungen, sehr gute Erklärungen. Man hat mal über einen gesagt, dass um wach zu bleiben nachts, um das zu verstehen, was er liest, und nicht einzuschlafen, hatte er seine Füße ins kalte Wasser gelegt. In einem Becken unterm Tisch, bei Kerzenlicht. Okay? Es scheint ein bisschen mehr als nur zu bitten. Der hat es empfangen, weil er ganz viel getan hat. Es durstete ihn danach, das zu tun. Das heißt, fast bis zur vollständigen zum Zusammenbruch. Fast bis zum vollständigen, zu der vollständigen Verausgabung haben manche gelesen und studiert, um das zu bekommen, was sie bekommen wollen. Was ist, wenn Messias meint, bittet und du wirst empfangen, dass es nur das bedeutet, dass du das Ziel verfolgst, bis du nicht mehr kannst. Dass du das Ziel verfolgst, weil du alles gegeben hast und dann empfängst du. Dass dir aufgetan wird, weil du so sehr danach hungerst, nach dem wahren Glauben und dann es bekommst du. Und weil du so es forcierst und bereit bist, alles aufzugeben, was dir lieb ist, um dieses kostbare Ziel zu bekommen. Nur deswegen lebst du den echten Glauben und deswegen hast du Friede und Shalom im Herz und fühlst dich dem Vater näher, weil du setzt alles ein, du nimmst Rat an, du suchst nach Rat, du gehst ins Gebet, du forschst nach diesem Geheimnis. Wie stelle ich sicher für mein Leben, denn ich muss alleine vor diesem Thron, ohne Tochter, Mutter, Vater, Ehemann oder Opa. Ich muss alleine dahin und ich möchte die Gewissheit jetzt haben. Und das bedeutet, dass es mir alles abverlangt. Und das wäre der echte Glaube. Was wäre, wenn das die Antwort ist? Der echte Glaube heißt, um echt zu sein mit Christus, tue ich alles, was ich kann, was mir möglich ist. Und ich stehe wieder auf und ich gehe wieder vor dem Vater im Gebet und durch Lesen und durch Fasten und was auch immer mir möglich ist und was ich zu tragen habe oder was ich tragen kann. Das tue ich, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und was ist, wenn Menschen das nicht tun und deswegen im Finsternis sind und jetzt glauben, dass Gott hat einen Plan in der Corona-Zeit und Gott möchte hier mit Charisma und Zungenbeten und Entrückung dich noch belohnen. Was wäre, wenn diese Dunkelheit schon so stark vorangeschritten ist, dass es Gott bewirkt hat und deswegen können Menschen nicht mehr unterscheiden? Was wäre dann? Wäre dies nicht der Zeitpunkt, zum Vater zu schreien, dass man die Gewissheit bekommt, dass man wirklich das Echte lebt, bevor die Zeit zu spät ist? Denn Menschen beschäftigen sich mit allerlei Dingen. Mondsichel und Bibel auslegen. Und Menschen schreiben mir auch E-Mails und sagen, die haben gemerkt, dass ich irgendwie Handzeichen mache in meinen Videos. Und dies ist schon ein okkultisches Zeichen. Oder sie forschen in irgendwelchen Logos. Die haben schon mal gesehen, dass ich irgendwas verwendet habe in einem Bild und das scheint irgendwie vielleicht ein verstecktes Logo zu sein. Wofür hast du denn alles Zeit, Freund? Wie kommst du auf sowas? Hast du nichts anderes zu machen in deinem Leben, als dich mit so einem Zeug zu beschäftigen? Der reinste Unsinn. Also in deinem Herz überprüfe es. Warum leben viele Menschen das Echte nicht? Weil das Echte sehr viel kostet. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Haben wir uns aufgemacht, wirklich nach allem uns zu strecken, was echt ist? Ich hoffe, dass dieser kurze Vortrag dir helfen kann. Bete du für mich und ich bete für dich, dass wir gemeinsam das Ziel schaffen, das Echte in Christus zu erlangen. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.